Hallo und herzlich willkommen zu Digimon World Next Order. Wir wollen dieses Mal Magna Angemon holen und dafür brauche ich, glaube ich, eine große Doppeldisk, beziehungsweise zwei davon. Und deswegen mache ich das hier mal. Schön. Eine große Doppeldisk und ich glaube noch eine. Und jetzt müssten wir die Materialien haben, um Magna Angemon für uns zu gewinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist, was ich jetzt hier gemacht habe. Aber wir werden es rausfinden, indem wir einfach zu ihm gehen. Und dann können wir auch gleich die Story weitermachen. Meine Digimon sind nämlich schon ein bisschen alt. Mal schauen. Ja, 20 Tage und 17 Tage. Das heißt, die werden nicht mehr lange leben und vielleicht können wir ein bisschen in der Story weiterkommen. Also schauen wir mal hier rein. Magna Angemon. Und wir haben Magna Angemon. Hallo. Magna Angemon, bitte, du da. Ich brauche deine Hilfe. Was? Man nennt mich Magna Angemon. Ich habe eine große Zahl arglistiger Wesen gespürt und wurde in dieser Welt gerufen, um sie vom Bösen zu reinigen. Doch nach der Dimensionsreise hielt mein Körper der finsteren Macht im Unendlichkeitskessel nicht stand. Meine Energie ist erschöpft. Ich habe nicht einmal genug Kraft, um den Endlichkeitskessel zu entkommen. Daher muss ich dich um Hilfe bitten. Um meine Energie wiederherzustellen, brauche ich eine große Doppeldisk. Oh, er braucht nur eine. Bring ich dir. Ich danke dir vielmals. Mein Körper droht bereits zu verschwinden. Bitte, du musst mir helfen. Hier kriegst du eine Doppeldisk. Hast du mir eine große Doppeldisk gebracht? Ich habe eine große Doppeldisk für dich. Yay. Oh, was wäre es mit mir zu Ende gegangen? Ich werde sie sofort benutzen. Puh, du hast mich gerade so gerettet. Nun kann ich diesem Unendlichkeitskessel entfliehen. Trotzdem fehlt mir immer noch die Macht, diese Welt zu reinigen. Könnte ich dies vielleicht dir überlassen? Als Gegenleistung werde ich in dieser Welt bleiben und dir so weit helfen, wie ich nur kann. Ja, jetzt erkenne ich es. Das muss der wahre Grund sein, aus dem man mich in diese Welt gerufen hat. Da. Magna Angemon ist in unserer Stadt. Yay. Was ist da? Was ist noch ein Ausrufezeichen? Ah. Oh, das war von Tamers. Das Teriamon. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, deswegen speichere ich einfach mal. So gespeichert ist, mal reden. Neustadt, Selbstwiederherstellung läuft. 2%, 2%, 2%. Der geht nicht voran. Scheint, als würde unsere Frage nicht zu ihm durchdringen. Hm, okay. Scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann weiter. Wir müssen bis ganz hinter, in die hinterste Ecke, glaube ich, von hier. Und das machen wir jetzt. Auf. Und vielleicht können wir nebenbei auch irgendwie ein paar Digimon noch einsammeln. Hier zum Beispiel. Oh. Nee. Wenn ich die zwei mache, dann habe ich wieder kein Dingens hier. Keine X-Evolution. Und ich habe extra einen Tag gewartet, um die X-Evolution zu bekommen, falls wir dann kämpfen müssen oder so für die Story. Was wir wahrscheinlich tun werden müssen. Und deswegen lasse ich die zwei mal wieder stehen. Auch wenn ich glaube nur einmal gegen sie kämpfen musste. So, da ist die Quest. Wir sind da, ich habe gespeichert und lasst uns mal angucken, was hier los ist. Da ist er. Von Digimon The Movie, der erste Teil. Irgendwas stimmt nicht, warte. Ich sag nicht, dass es sich auch gleich direkt digitiert. Es digitiert sich direkt, oh mein Gott. Wir müssen es töten, bevor es Eier legt, bevor es sich tausendmal multipliziert. Oh. Können wir es nicht sofort töten, bitte? Grisalimon. Nicht gut. Oh mein Gott. Er ist digitiert. Er ist stärker als vorher. Er kommt. Mach dich bereit. Ja. Oh mein Gott, meine Digimon sind doch halb tot. Oh, scheiße. Los. Level 40. Naja, geht schon. Ich hebe mir das auf, weil kann sein, dass wir nochmal gegen ihn kämpfen müssen oder so. Ja, das passt. Das geht noch. Aber ein MP, das könnte er gebrauchen, vor allem Duffmon. Und hier noch eine. So, jetzt kriegen wir ihn gut down.
Los! Drauf da. Oh, cool, das ist sogar eingefroren, paralysiert, wie auch immer. Edenspeer, welche Auslöschung? Bam! Zeigt, was ihr könnt. Heiliger Schaden, yes! Und da ist er fast down. Und nochmal drauf. Und Zeitlupe, da kriegt er noch einen drauf. Combo-Angriff. Und alles. Und zack, noch ein Haken. Richtig so. Und ins Gesicht. 8050, bitte. Ging doch ganz gut. So, jetzt hat er seine Abreibung. Hm? Nein. Es ist verschwunden. Er ist uns entkommen. Wir haben es besiegt. Aus der Art, wie er gekämpft hat, schließt sich, dass er nicht so stark ist. Es war nicht so schlimm, wie erwartet. Er zeigt immer noch nicht seine wahre Kraft, aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis er es tut. Ich glaube, er will schon wieder digitieren. Wir sollten ihn besser finden, und zwar schnell. Ja, das wäre nicht so gut, wenn er sich nochmal digitieren würde, weil dann haben wir ein richtiges Problem. So, wohin müssen wir denn? Geh weiter. Dankeschön, Schurma. Gut, dass du sagst, geh weiter. Na gut, dann ist er wahrscheinlich hier. Schauen wir uns das mal an. Unendlichkeitskessel. Hier ist er aber noch nicht, also noch eine Ebene weiter. Schnell durch. Oh, puh. Oh, kurz die Luft angehalten, aber wir haben es geschafft. Wir sind da durchgekommen ohne großen Schaden. Das Gute ist, weil wir laufen, regenerieren wir MP und HP. Auch ganz gut. Da ist Phoenixmon. Nein, den bekämpfe ich nicht, weil der ist Level 50. Und das ist ein bisschen zu stark für uns. Der mich, glaube ich, das letzte Mal one-hitted. Oder getwo-hitted. Aber egal, ob one-hit oder two-hit, es ist eh egal, weil, ja. Wir sind so oder so tot. Ob mit zwei Schlägen oder einem Schlag. Hm. Da fühle ich mich so wie diese Agumons oder so. Das Black Agumon von letzter Episode. Ja. Naja, die wurden one-hitted. Naja, eins nicht. So, da, ich sehe es schon. Oh, es ist schon wieder digitiert. Es ist halt, ja, das war klar, dass es digitiert. Okay, speichern kurz. War so klar, dass es wieder digitiert ist und ich habe, oh, sie hat Hunger. Okay, bevor wir kämpfen, essen wir erstmal gescheit. Ja, das ist wichtig. Ihr kriegt dafür auch ein durchgebranntes Fleisch aus, durchgebratenes Fleisch aus der Eisregion, aus dem absoluten Nullpunkt. Ich glaube, das schmeckt ganz gut. Bitteschön, nochmal. Okay, ich glaube, das reicht, oder? Ja, müsste reichen. Seid ihr glücklich? Ja, ihr seid glücklich. Naja, Ophanimon nicht so. Aber egal. Es ist ja kein Wunschkonzert hier. Er sieht anders aus. Er ist schon wieder digitiert. Wer hätte das erwartet? Es digitiert nochmal. Wie im Film. Geht direkt auf die Megastufe. Obwohl, das war so krass, wo es dann im Film dann direkt zu Ultra digitiert ist, wo sie alle gedacht hätten, es wäre ein Champion-Digimon, aber eigentlich ein Ultra-Digimon war es dann schon. Oh mein Gott. Schon wieder, er digitiert unglaublich schnell. Dieses Mal könnte er uns einen harten Kampf liefern. Wir sollten gut aufpassen. Okay. X-Evolution ist bereit. Hm. Plugins werden initialisiert. Gut, wir kriegen es hin. Level 45. Ja, das müsste möglich sein. Hier, Verteidigungsplugins. Dunkel. Ja, das macht Sinn. Und hier große Heilungsdisk. Gleich mal reinwerfen. Wir können es auch ohne Ex-Digitation schaffen. Oder? Ja, sieht sogar gut aus. Ja, das geht sogar gut. Aber wenn er dann seinen Special Attack macht, dann bin ich richtig im Arsch.
Deswegen mache ich auch die X-Evolution gleich. Jetzt hat. X. Evolution. X Cross Evolution. Bam. Los, Imperial Dramon Paladin Mode. Wir kriegen das hin. Ah, schön. Wir hätten es auch ohne X-Evolution machen können, aber ich wollte nichts riskieren. Deswegen. Und ich habe es mir auch extra aufgespart für diesen Kampf. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt haus raus. Omega-Klinge. Dann ist es schnell vorbei. Wir hauen ihn ganz schnell um. Ja, heilig! Fast 20.000. Schön. Und jetzt macht er halt seine Katastrophenkanone. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich nicht, wie krass das ist. Oh, es geht. Bitteschön. Großer Heiltisk. Hier. Spezialmove, Omega-Klinge. Nochmal. Und dann ist er kaputt. Dann liegt er. Eindeutig. Komm. Imperial Dramon. Yes! Oh, noch ein bisschen hat er. Explosion! Bam. Da fliegt er. 33.000 Bit. Wow. Juhu. Super. Wir haben es geschafft. Yay. Was ist jetzt los? Oh. Ach, er ist schon wieder entkommen. Fast hatten wir ihn. Nehmen wir die Folgen auf. Wenn er sich auf so einem Ort befreien konnte, dann hat er es bestimmt woanders hingeschafft. Ich glaube, ich weiß, wo er hingerannt ist. Gehen wir dort lang. Aber nicht, dass ich jetzt eine X-Evolution nochmal brauche. Okay. Kern 00. Schauen wir mal. Auf ins Dimensionsviertel. Aha. Dann gehen wir dahin. Und nochmal kurz die Digimails lesen. Bitte. Ja, Magnangemon. Schon gut. Geh weiter. Auf ins Dimensionsviertel. Sein Signal kommt aus dem Dimensionsviertel. Diesmal kannst du ihn besiegen. Bereite dich gut vor. Okay. Speichern. Wir müssen zurück. Also, hier, Autopilot. Bam. Late. Digimon ruft. Yuika. Du bist zurück, Shiki. Ich habe gute Neuigkeiten. Magnangemon ist nach Florazin zurückgekehrt. Es ist ins Krankenhaus gegangen. Ich denke, wir können von ihm großartige Dinge erwarten. Yay. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 122. Jetzt ist es endlich eine richtige Stadt. 10-mal Stufe aufgestiegen. Juhu. 10-mal Fähigkeiten lernen. So, was machen wir denn? Ich habe schon ganz schön viel geskillt eigentlich. Hier so gut wie nichts, aber ansonsten. Training habe ich halt ganz viel gemacht. Genau, stärke Bindung und Digifreund beim Essen, beim Toilettengang und im Schlaf. Das würde ich gerne machen. Deswegen muss ich noch warten. Erhöht das Leben, ja. Deswegen, ja, okay. Dann muss ich noch ein bisschen warten, weil das will ich haben. Gut. Dann gehen wir ins Dimensionsviertel und gucken uns an, was Shoma zu sagen hat. Aber wo war das denn? Hier. Ah, stimmt. Ich habe jetzt geupgradet. Tada, eine Stufe höher. So. Jetzt hat. Wir sollen doch hier irgendwo hin. Da, genau. Da bist ja. Und du bist spät dran. Shoma und die anderen sind bereits aufgebrochen. Mist, offenbar ist Diaboromon reingekommen. Das hätte sich eigentlich verhindern werden sollen. Der Boromon ist einfach durch die Dimensionspforte gebrochen und hat sich einen Weg ins Innere gesucht. Du musst ihm nach. Das Portal sollte noch offen sein. Ich muss mir das bereit machen. Ich komme wieder. Dann beeil dich besser. Shoma wartet auch auf dich. Okay. Ich denke, wir sollten was anderes machen.
Weil da bin ich noch nicht wirklich bereit dazu, glaube ich. Oh, da ist mal eine andere Angemon. Hey, hallo, Shiki. Ich kann hier meine Kräfte wirklich effektiv einsetzen. Ich studiere Leben. Das ist vielleicht auch für dich einfach ein Vorteil. Aha, ich studiere Leben. Was das restliche Leben von Daphne angeht? Nun leider, ist kaum noch etwas übrig. Was das restliche Leben von Ophanium angeht? Nun leider, ist kaum noch etwas übrig. Okay, so viel dazu. Es ist nicht mehr viel Leben übrig. Aber lass dich davon nicht runterziehen. Deine Partner werden wiedergeboren. Du kannst sie für immer trainieren. Denk an die Zukunft. Du musst an die Zukunft denken. Selbst wenn gerade alles trostlos erscheint. Auch dein Partner ist traurig. Okay, das ist der Satz zum Sonntag. Jetzt bin ich traurig. Aber egal. Dann haben wir das Dimensionsportal, Dimensionstor-Dingens da gemacht. Und müssen da noch reingehen, haben Magen Angemon geholt. Und ich denke, das war doch eine schöne Folge. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich ohne diese Digimon hier, weil ich wahrscheinlich vielleicht noch neue Digimon trainieren muss erstmal. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Digi out.